Warum zur Hölle habe ich eigentlich meine langen Haare abgeschnitten? Hatte das irgendeinen bestimmten Grund? Und bereue ich es, dass ich meine langen Haare abgeschnitten habe? Würde ich mir nochmal komplett lange Haare wachsen lassen? All das in dem heutigen Video. Das waren eure Fragen, die ihr mir gestellt habt, beziehungsweise eure Kommentare, die ich unter den Videos gelesen habe. Und da einige von diesen Kommentaren einfach mehrmals aufgekommen sind, habe ich gedacht, mache ich dazu einfach mal ein komplettes Video und beantworte die für euch. Und ob es einen bestimmten Grund gab? Nein, einen bestimmten Grund gab es nicht, sondern es waren irgendwie mehrere Gründe. Und auf ein paar davon gehe ich heute einfach mal ein. Der erste Grund, ganz klar, Leute, ich hatte einfach mal Lust auf was Neues. Ihr kennt das vielleicht, ich mache mal als Beispiel Essen gehen. Wenn ihr dreimal hintereinander asiatisch essen wart, dann habt ihr auch mal Bock auf was Italienisches oder auf was Deutsches oder auch vielleicht auch auf was Mediterranes. So ist das nun mal im Leben. Und ich hatte wirklich eine echt lange Zeit lange Haare. Also ich glaube, es waren ungefähr so knapp 3 Jahre, wo ich wirklich komplett lange Haare hatte. Und es war eine super coole Zeit. Aber irgendwann, ja, hat man das Gefühl, hey, man muss irgendwann was verändern. Man hat Lust auf was Neues. Und das war bei mir der Fall. Zweiter Grund, anderer Content. Ich hatte einfach grundsätzlich Bock auf anderen Content, denn ich habe zum Thema lange Haare echt viel Content geliefert, ob es jetzt Haare waschen war, Haare pflegen war, wie man die Haare lang wachsen lässt etc. Da war echt viel mit dabei und irgendwann ist es ähnlich wie beim vorherigen Punkt, hat man einfach Lust auch über andere Themen zu sprechen. Und es ist natürlich wesentlich einfacher über ein Thema zu sprechen, wenn man sich aktuell gerade in der Situation befindet, als wenn das nicht der Fall ist. Von daher war das natürlich auch ein Grund, warum ich mir am Ende des Tages meine Haare abrasiert habe. Dritter Punkt. Haarstyling. Wenn man lange Haare hat, dann ist das Styling an sich eigentlich sekundär. Denn es kommt primär darauf an, dass man seine Haare vernünftig pflegt, dass man ein gutes Shampoo hat, einen guten Conditioner hat und auch sonstige Produkte wie zum Beispiel ein Haaröl in seine Haarpflegeroutine integriert und einfach gute Haarpflegeprodukte hat. Und apropos Haarpflege, wir haben übrigens unser Produktsortiment bei Vince um ein Haarpflegeprodukt erweitert und zwar um eine Haarmaske. Also falls du Haarpflegeprodukte suchst, egal ob Haarmaske, Shampoo, Conditioner oder sonstige Haarpflegeprodukte, schau auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Da verlinke ich dir unsere Produkte als auch die neue Haarmaske. Zumindest bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich einfach mal wieder Lust hatte, dass das Styling an sich an erster Stelle steht und die Haarpflege an zweiter Stelle, wo man einfach sich mehr Gedanken um sein Styling macht und man sich einfach auch mal wieder die Haare stylen kann. Und zudem hatte ich auch mal wieder Lust, einfach auch Haarstyling-Produkte für euch zu testen und da freue ich mich auch schon darauf, dass das jetzt bald wieder ansteht. Vierter Grund, das Ganze war für einen guten Zweck. War von Anfang an auch meine Intention, dass ich mir selber gesagt habe, hey Daniel, wenn du dir irgendwann mal deine Haare abschneiden solltest, dann machst du ein Video dazu und das Ganze soll einem guten Zweck dienen. Und von daher war das für mich nicht nur so ein schöner Grund, sondern es war auch eine riesengroße Freude für mich, die Deutsche Knochenmarkspende einfach in diesem Thema zu unterstützen und einfach für dieses Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzielen und auch viele Leute, auch gerade meine Community, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Und ich hatte auch noch die Möglichkeit, meine Haare zu spenden. Von daher habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und falls du das Video vom Haare abschneiden noch nicht gesehen haben solltest, ja, dann hol das auf jeden Fall an dieser Stelle nach. Ich verlinke dir das hier oben in den Infocards. Und 5. Grund, Leute, ich hatte mein Ziel erreicht. Und wenn man sein Ziel erreicht hat, dann muss man sich halt neue Ziele stecken, denn man bleibt ja nicht an dieser Stelle stehen. Und das war bei mir auch der Fall. Ich hatte mir gesagt, ich will einmal im Leben, möchte ich einfach lange Haare haben. Dann hatte ich lange Haare, ja, und das auch fast 3 Jahre lang. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. War echt eine schöne Zeit mit langen Haaren. Aber dann geht es halt weiter. Man stellt sich neue Herausforderungen. Es kommen neue Ziele dazu. Und von daher war es auch einfach mal Zeit, dann zu sagen, schnipp, schnapp, Haare ab. Kommen wir jetzt noch zu 2 Fragen, die euch brennend interessiert haben. Und zwar, ob ich es bereue, meine Haare abgeschnitten zu haben und ob ich mir meine Haare wieder lang wachsen lasse. Erstens, bereue ich es? Nein, ich bereue es nicht. Ich habe da gerade eben ein paar Gründe aufgeführt. Und zweitens, ja, ich würde mir sie nochmal lang wachsen lassen. Und das ist auch kein Paradoxon oder so, sondern es war eine schöne Zeit mit langen Haaren. Ich bereue es nicht, aus den gerade eben genannten Gründen. Und ich finde den Look mit langen Haaren, Man-Bun und auch mit einem langen Bart, finde ich nach wie vor cool. Und wenn ich irgendwann mal wirklich mega Lust habe, wieder auf lange Haare, dann lasse ich meine Haare einfach wieder lang wachsen, ziehe durch und fertig. Also Leute, jetzt habt ihr einfach mal ein paar Hintergrundinformationen bekommen, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe. Falls ihr noch weitere Fragen habt, packt sie gerne unten in die Infobox rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.